Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch salvierte Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Crusader Kings 3 mit mir, dem Tante Gün, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir sind zurück mit dem mächtigen Hause, naja, nicht mehr ganz so mächtigen Hause, Brian. Und hier bewegt sich einiges momentan auf uns zu, um nicht genau auch zu sagen, drauf los. 13.000 Mann haben unsere Gegner hier zusammengezogen und wir sind noch darum bemüht, unsere Ländereien wieder zurückzuholen. Das ist, was wir, glaube ich, machen. Ich bin mal ganz unverschämt und sag: Junge, du holst mir mal meine Hauptstadt wieder. Weil ich glaube nämlich, dann wird die KI ganz schnell umdrehen. So, ihr seht, Teppichbelagerung ist auf jeden Fall bei uns am Start. Punktemäßig liegen wir sogar vorne. Heilige Krieg hat auch begonnen. Und wir gucken jetzt mal, wie es gleich weitergeht. Wir müssen aber natürlich hier auch ein bisschen vorsichtig spielen. Ne? Wenn wir schon sehen hier, dass die große Armeebewegung will wahrscheinlich hier rüber. Dann werden wir doch bei der Gelegenheit vielleicht mal doch eine Hauptstadt dann eben wieder auflassen. Und ziehen uns etwas weiter ins Hinterland zurück. Da kann er sich dann ein bisschen austoben. Wie wir übrigens auch sehen können, die KI ist sehr, sehr flott, wenn es darum geht zu landen. Das kennen wir ja. Das ist ja leider ein Problem, weshalb die KI auch so häufig wegrennt oder abhauen kann. Ja, wir holen uns. Genau, wir holen uns auf jeden Fall mal den Anspruch. Wir brauchen auch noch weitere Ansprüche. Wir wollen ja gerne das Königreich England gründen. Nehmen wir noch Berkshire. Ich weiß nicht, lass mal gerade gucken. Was können wir hier noch nehmen? Ach ja, hier, da, East Riding können wir vielleicht noch nehmen, ne? East Riding wäre ganz gut. Oder noch ein Anspruch auf Schottland vielleicht? Gory, Fife. Fife ist auch gut. Hier hätten wir nochmal eine Landbrücke. Inverness ist sicherlich auch gut. Wie wäre es mit Inverness? Wäre ich auf jeden Fall auch noch dafür. Wir, trotz dieses Bürgerkriegs kratzen wir ja immer noch so gerade ein bisschen an unserem imperialen Titel. Ach, guck mal da, dann hat er die eingeholt. Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Der ist hier gelandet und hat uns noch eingeholt. Aber nur mit einem Teil der Armee, ne? Das ist jetzt also nicht die komplette Armee. Ja gut, solange er da beschäftigt ist, warum also nicht? Dann lassen wir es mal gerade ein bisschen weiterlaufen. Das geht jetzt arg schnell. Das geht ein bisschen zu schnell sogar. Wir sollten uns ja mal zurückziehen. Ne? Lauf mal vielleicht hier hoch. Geht das? Wir versuchen es. Aber ich glaube, wir haben keine Chance. Ne? Er vibet uns. Ne? Okay, das ist natürlich auch eine obermiese und charakterlose Taktik. Aber ich glaube, wir kriegen es trotzdem hin. Denn selbst wenn er uns vibet, so viele Städte, kann der sich doch gar nicht auf einmal wieder zurücknehmen, oder? Hm, 34 Tage. Das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Aber wir können uns vielleicht noch hierhin zurückziehen. Das ist echt geschickt, ne? Der Typ läuft vorne dran, der verwickelt die in Gefecht. Die 13.000 Mann hier rücken nach. Die haben auch alle noch irgendwelche Versorgungskapazitäten. Richtig mies. Okay, und weiter geht's. Könnte ähnlich ablaufen.
Aber wir versuchen uns trotzdem noch weiterhin hier auf die andere Seite der Furt zurückzuziehen. Wenn wir Glück haben, schaffen wir das. Dummerweise ist die Armee hier aufgerieben worden. Ja. Das ärgert mich gar fürchterlich. Wäre mir jetzt natürlich lieber gewesen, aha, und jetzt, sie haben sich geschworen, in einem Krieg anzuschließen, Kreuzzug im Sultanat, sie sind im Krieg Eingabetaste. Hm, okay, gut. Und wo? Also ich kann die nicht anwerben, aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich. Ich glaube, damit wollte man auch diese Exploity-Situation verhindern, dass der menschliche Spieler... Sagen wir mal ganz kurz, was ist das hier für ein... Das ist halt eine Ebene, ne? Er dürfte halt einen Überquerungsmalus halt hier bekommen. Aber vielleicht müssen wir wirklich alle Mann wieder hier rüber gehen. So, dann schauen wir mal. Die Versorgung hier für ihn ist ja nicht mehr so gut, ne? Dann muss er uns halt noch ein bisschen hinterherlaufen. Boah, Alter, die Belagerung hier geht so unfassbar langsam, ne? Okay. Aber wir haben 51% Kriegsstand. Wenn wir die Hauptstadt wieder rausgeholt haben, dann sieht es gut aus. So, jetzt ist die Frage, ob wir halt hier jetzt schon was riskieren wollen. Ne? Hat er einen... Nur gut zu wissen, wen er da so als Befehlshaber dabei hat. Vom Herrscher befehligt. Der ist kein Furtner. Befehlshaber, Gräfin, Dingsbums. Die ist auch keine Furtnerin. Ne, das können wir uns jetzt hier alles angucken. Und wenn wir jetzt sehen... Aber das hier ist kein... Das hier ist eine Ebene. Das ist leider kein Wald. Ich hätte gerne halt hier die Kombination. Ne? Aber gut, also dann riskieren wir hier nichts. Laufen wir hier weiter. Das ist auch eine Ebene. Momentan verlieren die keine Versorgungspunkte mehr. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ideal wäre, wenn er uns irgendwo angreifen würde, wo er eine Flussüberquerung hat und einen Terrarmalus hat. Komm hier, der kostet den 20, den nehmen wir mal mit. So.
Also sagen wir mal hier an der Stelle. Wir nehmen also hier den Hauptmann Dimme, weil der halt so schnell ist, ne? So, und jetzt müssen wir uns ein gutes Terrain aussuchen. Hier ist ja auch ein Fluss. Das heißt also, hier würden wir eine Flussüberquerung bekommen können. Hier geht es halt eben nicht, weil da ist eine Burg. Ne? Wenn er da drüber laufen würde, würde uns angreifen, dann wären wir die Angreifer. Ne? Das ist so ein bisschen wie bei diesem Festungssystem mit EU4, meine ich. Wir werden kaum eine bessere Situation bekommen. Irgendwie im Wald zu kämpfen. Wir bekommen hier einen plus 3er Verteidigervorteil. Eingekerkert. Gegnerischer Defensivvorteil minus 50%. Ja, müssen wir mal gleich gucken, wie wir das machen. So, jetzt will er uns hier angreifen, ne? Aber ich glaube, wir kriegen nicht eine viel, wir kriegen keine deutlich bessere Situation, ne? Okay. Haben wir jemanden, der uns hier einen zusätzlichen Bonus bei der Waldverteidigung bietet? Nicht wirklich, ne? Also wir können Hauptmann Dimme eigentlich behalten, ne? Mit den Rückzugsverlusten wäre das nicht so verkehrt. Vorteil in Ebenen, Ackerland und Steppen plus 4. Hier, sowas bräuchten wir, ne? Vorteil in Wäldern plus 5. Aber da haben wir keinen guten, ne? Da haben wir keinen guten. Wir können mal ganz kurz schauen, ob wir jemanden hier haben, der so eine Fähigkeit halt mitbringt, ob wir hier so Kampffähigkeiten irgendwo haben, ob wir jemanden haben, der kämpfen kann, theoretisch. Der muss aber natürlich auch alt genug sein. Und der darf keine Frau sein. Wir haben halt fast nur Weiber gefangen, ne? Ich muss aber gerade ein bisschen hochscrollen, sonst kriege ich einen Anfall. Madoc Ebrevon. Nur ein 6er Kampfwert, das ist... Achso, warte mal, der Kampfwert ist ja egal. Der hier, das ist der entscheidende Wert, der Kriegsführungswert, der ist gut, ne? Mit 18 ist der nicht verkehrt. Ja, zeig mal ganz kurz. Okay, lass mich mal ganz kurz überlegen. Also der hat einen 18er Wert, ne? Der Kriegsführungswert ist ja hier so mit entscheidend, ne? Wenn ich das richtig sehe, ne? Oder? Kriegsführung plus 7, niemals aufgeben plus 5, Schwerpunkt Ritterlichkeit plus 5. Also bei ihm zum Beispiel, ne? Der hat also, der hat 17.
Moment mal, wodurch kriegt ihr denn die anderen Punkte nochmal hier? Gefühlt eigene Truppen plus 5. Und jetzt aufgeben plus 5, Schwerpunkt auf für Ritterlichkeit. Okay. Und so weiter. Also, den 5er Bonus, den bekäme er jetzt nicht. Aber er ist ein zäher Soldat. Das ist ja... Ist das nicht auch ein Schwerpunkt auf Ritterlichkeit? Lass mal kurz gucken. So, ich sag jetzt mal, ich rekrutiere den. Und wo ist er? Weil das ist er, ne? Der 18er. Tja, dann schauen wir mal, ne? Also dann bleiben wir aber hier bei den minus 20% Rückzugsverlusten, ne? Also ich könnte mir durchaus vorstellen. Wir können natürlich noch gucken, ob der Typ hier den freilässt, ne? Ja, aber der wird nicht freigelassen, nicht so schnell. So, wir fassen jetzt mal zusammen. Jetzt gucken wir mal, was hier genau passiert. So, der kommt jetzt erstmal mit der Tante hier rein. Ja, wir sind gut unterwegs bisher. Okay. Das ist so krass. Das ist krass. Also das war ein heftiger strategischer Fehler, dass der sich hier auf diese Auseinandersetzung eingelassen hat, ne? Wir heben mal hier noch ein paar Truppen aus. So, jetzt ist die Frage. Der läuft ja gerade hier rüber. Komm, wir warten, geben wir noch einen Moment Zeit. Jawohl. So, wir laufen da jetzt auch mal hin. Jetzt zwar einen kleinen Malus, aber er kann da ja niemals mithalten. Und direkt nochmal weiter. Haha, Alter. Und die nächste Schlacht gewonnen. Und wieder Gefangene genommen. So, wir nehmen nochmal hier unsere Belagerungsmaschinen mit. Wir machen direkt hier weiter. Naja, ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass er versucht, hier oben die Armee zu übertölpeln, aber
Das wäre ja nur ein äußerst kurzfristiger Erfolg. Mit der Armee nehme ich hier direkt wieder weiter. Und weißt du was? Du läufst hier hin. Und du läufst hier hin weiter. Krieg erklärt. Moment mal bitte. Ach, guck mal, Gloucestershire erklärt uns jetzt den Krieg. Das ist gewissermaßen ungünstig. Ich glaube aber, wir können das Ding noch ziemlich gut drehen. Ich verheirate jetzt erstmal hier die Trullas. So. Die ersten zwei sind beide bucklig, aber das ist mir relativ egal. Piemont. Warum nicht? Jetzt sind wir mal ganz opportunistisch. So. So, jetzt schauen wir erstmal, ob der damit gerechnet hat. Dass wir hier König Theudebald von Lothringen mit in den Krieg rufen. Und dass wir Herzog Hellier von Piemont in den Krieg rufen. Und wir haben doch noch eine Tochter. Guck mal hier. Wen haben wir da noch? Chalkidiki. Niedrige Geburt, okay. Weil immerhin 2000 Mann. Alter, ich nehme den Typen hier. Der hat ja keine Erben oder so, ne? Wenn der wieder aufs Meer raus schippert, dann verteile ich meine Truppen aber nochmal ein bisschen anders. Das ist jetzt auch wieder so geil, ne? Jetzt landet er wieder hier, der Drecksack, der landet jetzt wieder seine ganzen Truppen hier an der Küste, ne? Er ist einmal da hochgelaufen, kommt dann mit allen wieder zurück. Der muss auf jeden Fall, da muss man doch einen Nachteil bekommen durch diese ganzen Landungsmanöver, oder? So, Gloucestershire, jetzt haben wir direkt mal hier 6000 Mann mehr gegen dich im Krieg. Ich bin mal gespannt. Uff. Ja gut, ich meine, da geht einiges down auf jeden Fall. So. Kann sich doch safe nicht mehr freuen, oder? Fette Garnison wieder da drin, ne? Man fragt sich ja manchmal, wie die das anstellen, ohne dass die so eine Fähigkeit haben, wie Garnison auffüllen oder sowas, ne? Aber gut, okay. Wir müssen so viele Titel nachher entziehen und zurückrufen.
dass es eine wahre Freude wird. Ich laufe jetzt erstmal hier hoch. Wir müssen da oben unsere Truppen schützen. Wie auf einmal Schiss kriegt, ne? Mistkerl. Ey Leute, ohne Schmarrn, ne? Wir wickeln den doch gerade komplett, oder? Wir wickeln doch diesen Aufstand gerade komplett. Oh, ich muss unbedingt Meinung verbessern, ne? Aber warte mal, mit dem Typen bin ich doch gerade im Krieg, oder? Alter, warum soll ich mit dem die Meinung verbessern? Der kommt nachher eh in den Knast. Jetzt mal ehrlich, ey. Ich würde eher sagen, was wir noch versuchen können, das wäre ein Meinungskomplott bei ihm, weil er als Ratskanzler ist er ja auch ganz brauchbar, oder? Müssen wir mal Komplott schmieden. So. Ich muss die danach nochmal bepimpern auf jeden Fall, das ist ganz, ganz, ganz essentiell. Und der greift an, ne? Okay. Wups. Und down. Ist er sich sicher, dass der da mit 1700 Mann angreifen will? Ich wäre es mir nicht. Hat halt noch die Anjou mit in den Krieg rufen. Ich vermute, der macht mir gleich da hinten meine Armee platt und dann dauert das halt einfach nur, das zögert ja alles nur noch mal hinaus. Ne? Ich meine, sind wir ehrlich, wir gewinnen, ne, das ist scheiße, was du da gemacht hast. Wir gewinnen diesen Krieg ziemlich easy, ja. Es dauert halt einfach alles nur länger. Bitte kurzen Prozess. So. Ja, und die wollen jetzt alle wieder darüber, ne? Oh shit. Oh, 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 jetzt sehe ich, was hier passiert, ne? Ja. Hä? Okay, da stimmte dann aber was mit der Anzeige nicht so wirklich. Ja, ne, jetzt haben wir wieder den Salat. Jetzt dauert das wieder alles länger.
die Schlacht hat er verloren. So. Und wir machen zwei neue Regimenter. Aufgebot 1 mit irgendeinem Belagerer am besten, ne? Wo haben wir denn noch einen? Wo haben wir denn noch einen? Es sind schon so viele gefangen genommen worden, ne? Lass mir den bitte hier hin. Und ansonsten, das sind 1, 2, das ist ein Tempel. Eine Stadt, also hier nochmal 2. Ich schieße mir den dahin und den anderen dahin. Und vielleicht. Man, nimm den mal raus. Noch mal so. Wir bleiben noch mal stehen mit denen. Ich muss noch eine zweite Armee abspalten, stelle ich hier gerade fest. Auch da machen wir noch einen Belagerungsgeneral, wenn wir nur einen haben. Haben wir leider nicht, ne? Ganz guter Ritter. Den nehme ich doch gerne mal mit. Okay, pass auf, was? Dann nimmst du ihn hier. Du läufst hier hin. So, wo ist unsere. Da ist unsere große Armee. Du fühlst dich halbiert. Und den einen schicken wir da hin. Und den anderen schicken wir hier hin. Und du belagerst das Ding da oben noch zu Ende. Und hier werden wir uns wahrscheinlich zurückziehen. Aber wir haben den auf jeden Fall noch gut lange hingehalten. Und ja, also. Wir halten da auf jeden Fall gegen. Also ich glaube, auch das kriegen wir ganz gut hin. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, sag ich mal's gut und Pax Vobiscum. Valete.